der heutigen Podcast-Episode geht es um das Thema Page Loading Speed. Wie optimiert man seine Seite so gut wie es geht? Und auch ein Kommentar von mir, für wie wichtig ich Page Loading Speed als Ranking-Faktor ansehe. Und noch ein kleiner Disclaimer vorab. Ich bin kein Programmierer, ich würde mich als SEO, als echter SEO bezeichnen und würde mich deswegen nicht als Experte bezeichnen, vor allem auch was so Dinge wie HTML, CSS und JavaScript angeht. Aber ich glaube, ich versuche es so ein bisschen pragmatisch aus der SEO-Sicht zu erklären, wie wichtig denn jetzt Page-Loading-Speed für SEO allgemein ist. Von daher, das mir bitte nicht übel nehmen. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode. So, servus und willkommen zurück zu der 25. Podcast-Episode von dem Marketing Hope Podcast. Heute geht es um das Thema Page Loading Speed. Zunächst einmal natürlich, wie man seine Page Loading Speed verbessern kann. Aber dann werde ich nachher noch so ein bisschen ranten, inwiefern ich jetzt Page Loading Speed als Ranking Faktor ansehe, wie die Korrelation zu User Signals, speziell jetzt zur Bounce Rate steht und allgemein so ein bisschen meine Meinung zu dem Thema. Es könnte sein, dass das jetzt heute eine kurze Podcast-Episode wird, aber dennoch glaube ich ziemlich hilfreich. Von daher fangen wir auch mal sofort an. Ja, Page Loading Speed, was gibt's denn da zu machen, um die Page Loading Speed zu verbessern? So, das allererste, was da mir in den Kopf kommen würde, ist Bilder. Ich habe schon mal ein separates Video zum Thema Bilderoptimierung gemacht. Wird sicherlich verlinkt. Auf jeden Fall, was kann man bei Bilder alles machen, um diese entsprechend zu optimieren für eine schnellere Page-Loading-Speed? Ganz fundamental ist natürlich, dass man Next-Gen-Formate verwendet, weil diese einfach viel, viel, viel kleiner sind. Und das ist so die Sache, die mir als erstes in den Kopf kommen würde. Von daher verwendet auf jeden Fall Next-Gen-Formate. Wie macht man das am praktikabelsten auf der eigenen Seite? Indem man einen Bilderoptimierer verwendet. Wir benutzen entweder Shortpixel oder U, also eWWW. Dort musst du dann in den Einstellungen eingeben, dass JPG oder zunächst einmal das PNG zu JPG umgewandelt wird und dann JPG zu WebP umgewandelt wird und dieses dann eben auch sofort im HTML umgesetzt wird. Da steht dann sowas wie, ja, das setzen Sie das Picture Markup automatisch ein oder so, da einfach dann einen Haken machen. Das habe ich aber auch schon übrigens in dem Image-Optimierungsvideo erklärt. Und dann, wenn man immer noch sich die Seite anschaut, aber irgendwie die Bilder nicht als WebP ausgestrahlt werden, dann sollte man noch hingehen und ein weiteres Plugin installieren namens WebP Express. Und das forciert dann auf jeden Fall die Next-Gen-Bilder. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, dass man das macht. Mit diesem Image-Optimierer U und Shortpixel tut man in der Regel auch noch ein paar andere Dinge optimieren, nämlich zum Beispiel das richtige Format für das Bild zu nehmen. Wenn das Bild jetzt ein Format von 2000 x 1000 Pixel hat, aber auf allen Seiten in der höchsten Resolution, im höchsten Format nur als 1000 x 500 angezeigt wird, dann macht es natürlich nicht Sinn, das als 2000 mal 1000 auszustrahlen, um es dann im Frontend runter zu skalieren. Deswegen tun diese Image-Optimierer dann sofort auch damit helfen, dass entsprechend die Bilder automatisch schon in der, nennt man das KGV, in der kleinsten gemeinsamen Vielfache dann entsprechend ausgestrahlt werden. Und dann das Letzte, was ebenfalls noch sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Lazy Loading von Images. Da gibt es ein Plugin, das heißt, irgendwas mit Lazy Load für WordPress, schätze ich mal. Ist ja auch eigentlich egal. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal in den Podcast Notes verlinken. Auch diese Funktion kann man übrigens über verschiedene Caching Plugins und verschiedene Image Optimierer bereits verwenden. Wir benutzen aber dieses separate Plugin. Oder ich glaube, wir machen es sogar über U, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, Lazy Loading bedeutet, dass wenn die Seite erstmals geladen wird, nicht sofort alle Bilder geladen werden, sondern nur die jetzt gerade sichtbar sind, um eben den Fokus auf andere Dinge zu setzen, die als erstes geladen werden sollten, damit der above default schon mal vollständig geladen ist. Wenn man dann runterscrollt, beziehungsweise wenn dann ja das Laden vom Above Default fertig ist, werden erst dann die Bilder geladen, die nicht sofort einsehbar sind. Und ja, das hilft dann natürlich, dass dann der erste Bildschirm schneller vollständig angezeigt wird und entsprechend
man dann eben erst dann die Bilder unterhalb vom Above Default ja, lädt. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Säule für die Page-Loading-Speed-Optimierung. Aber wenn man das macht, sollte man schon wirklich gut dabei sein, sofern man jetzt nicht irgendwie komplett mit seinen JavaScripten und CSS verkackt. Das führt mich jetzt zum nächsten Punkt, nämlich CSS, HTML, JavaScripte. Ich bin jetzt kein Developer, von daher bitte nicht haten, wenn ich da mich nicht so sehr in der Materie auskenne. Und vielleicht nochmal gerade ganz kurz dazu, wenn im Google Page Speed Test angezeigt wird, dass man noch vermehrt CSS und JavaScript minifieren, also verkleinern sollte, dann ist das nicht zwangsläufig die richtige Entscheidung, weil es geht ja darum, seine Webseite 100% kompatibel auszuspielen und nicht alle JavaScript aus seiner Seite so zu entfernen. Von daher sollte man sich da immer im Hinterkopf behalten, dass man nicht für 100% oder ein 100er Google Page Speed Score gehen sollte, sondern man sollte sich überlegen, welche Elemente sind auf einer Seite wichtig, die auch dann teilweise durch JavaScript ausgespielt werden. Und dann schauen, hey, schau, dass du die dann irgendwie so gut es geht, halt eben verkleinerst, aber dadurch dann nicht die Benutzbarkeit von der Webseite beeinträchtigt wird und dass du da dann eben schaust, was ist notwendig und wie kann ich den Rest verkleinern. Auf jeden Fall CSS, HTML und JavaScripte macht Sinn, die dann eben auch mit verschiedenen Plugins zu optimieren. Das ist einmal, dass die geinlined werden. Also sorry, falls ich mich jetzt irgendwie echt hart verspreche, weil ich einfach kein Programmierer bin. Auf jeden Fall sollten die geinlined werden, miteinander gemerged werden, beziehungsweise in jedem Fall einfach verkleinert werden und das, was rausgelöscht oder irgendwie doppelt vorkommt, einfach dann entsprechend rauszulöschen. Und da muss man sich auch nicht in der Materie auskennen, tue ich ja auch selber auch nicht. Da muss man einfach nur wissen, wie man sich helfen lässt, nämlich mit verschiedenen Plugins. Da empfehle ich auf jeden Fall W3 Total Cache oder Swift Performance. Das sind auf jeden Fall zwei Plugins, mit denen man da sehr, ja, sehr genau eigentlich die Einstellung treffen kann. Was ich bei W3 Total Cache zum Beispiel echt cool finde, ist, dass man ganz genau aussuchen kann, welche JavaScripte bzw. welche CSS-Dateien denn jetzt von dem Plugin affektiert werden oder nicht. Und wenn man jetzt hingehen würde und einfach alles mit einem Klick optimieren würde, wird dann halt die ganze Seite nicht mehr stimmen. Aber so kann man dann eben abgleichen, was zeigt einem der Google Page Speed Test an und was tue ich jetzt durch das Plugin Excluden. Und so würde ich dann halt Schritt für Schritt jeden einzelnen JavaScript, jeden einzelnen CSS-File einfach verkleinern mit dem Plugin. Dass das excluded werden muss, halt dann excluden. Natürlich könnte man jetzt auch Hunterarbeit machen. Wahrscheinlich wird sich das nicht lohnen, zumindest nicht, wenn man ein SEO ist mit einer Affiliate-Seite und einfach nur gut ranken will, weil da eben Page-Loading-Speed nicht der krasseste Ranking-Faktor ist. Aber wenn das einem Spaß macht, kann man da einfach, wenn man da ein Experte drin ist, entsprechend von Hand alles da dann selber verkleinern und eben bis aufs letzte Detail optimieren. Aber das ist ja auch gar nicht notwendig, um eine Page-Loading-Speed von 1-2 Sekunden zu erreichen, was man ja in der Regel als Ziel hat. Dann das nächste, auch ganz logische, ist Caching. Da empfehle ich, wie gesagt, auch hier wieder W3 Total Cache oder Swift Performance. Und ich arbeite natürlich auch gerne mit dem eingebauten Cloudflare-Cache. Da muss man halt schauen, dass der dann eben auch irgendwie integriert wird mit der Webseite selbst. Ich glaube, bei Swift Performance muss man da dann einfach irgendwie ein API-Key oder so eingeben. Dass, wenn man auf seiner eigenen Seite seinen Cache zum Beispiel purged, dass dann eben nicht der Cloudflare-Cache da dann eben noch drüber liegt. Das wäre natürlich nicht so gut. Und dann das Letzte, aber das sollte eigentlich an allererster Stelle gefallen sein, ist das Hosting natürlich. Da ist es natürlich gut, wenn der Server unmittelbar in der Nähe steht von dem Standort, wo ein User die Seite halt aufruft. Sprich, wenn du eine deutsche Seite hast mit primär deutschen Usern, dass dann der Server auch irgendwo in Deutschland steht. Da würde ich mir halt Angst machen, dass man, wenn man eine deutsche Hosting-Firma nimmt, die dann eben, um jetzt wieder zurück auf Privacy und Anonymity bei Affiliate-Seiten zurückzuweisen, dass die dann irgendwie deine privaten Daten irgendwie an Anwälte oder so abgeben oder an die DENIC. Ja, wie gesagt, es ist empfehlenswert, einen deutschen Server zu verwenden. Allerdings ein Cloudways oder ein WPX
bietet das einem, Cloudways hat sogar einen Server in Frankfurt stehen. Von daher, da wird man auf jeden Fall einen deutschen Server finden. Bei WPX ist das leider nicht der Fall. Aber auch da würde ich sagen, ist es nicht notwendig, solange das Hosting gut ist, sofern man jetzt nicht irgendwie ein geshartes Hosting oder so benutzt oder zu viele Seiten auf einem Server hostet und dann der Server einfach überlastet wird, macht man mit Cloudways und WPX eigentlich nichts falsch, zumindest für die standardmäßige Affiliate-Seite. Wenn man dann jetzt größere Projekte mit Hunderttausenden von Besuchern am Tag hat, sollte man da dann natürlich eine Custom-Lösung suchen. Und ja, das Hosting, wie gesagt, ist halt nicht notwendig, dass man da einen deutschen Host hat, wird auf jeden Fall nochmal einen kleinen Unterschied machen. Genau, durch die Serverüberlastung kann es halt öftermals dazu kommen, dass dann die Seite extrem langsam lädt oder in irgendwelchen Fehlern in der Datenbank da dann einfach die Seite auch extrem langsam lädt. Oder zum Beispiel durch irgendwelchen Hackerattacken, die man gar nicht im ersten Blick erkennt, kann es auch sein, dass die Seite langsamer performt, als sie eigentlich sollte. Und das sind so Dinge, das ist natürlich alles sehr fallabhängig. Auch da rate ich es einfach bei Cloudways oder WPX zu hosten und einfach mit dem Support-Team zu schreiben, wenn irgendwie die Seite ungewöhnlich langsam lädt, weil die da echt sehr gut aushelfen und die auch in der Regel dann die Probleme für einen lösen. Und auch allgemein an der Stelle empfiehlt es sich irgendwie, WordFence oder andere Security-Plugins auf seiner Seite zu installieren. Und ja, wenn man das alles macht, sollte die Seite eigentlich ganz gut laufen. Vielleicht noch gerade dazu zum HTML. Es lässt sich natürlich in jedem Fall empfehlen, einen Page-Builder zu vermeiden, sprich irgendwie Elementor oder Divi oder so, weil der dann seinen eigenen HTML entsprechend einfügt. Der WordPress-Editor ist schon sehr optimiert, einfach nur so cleanes HTML am Ende rauszuspucken. Allerdings reicht der WordPress-Editor in sehr vielen Fällen ja natürlich nicht, um seine Seite so zu gestalten, wie man es eigentlich vorhat. Von daher, wenn man auf einen Page-Builder verzichten kann, sollte man das halt auch echt tun, weil es natürlich aus Page-Loading-Speed, aber an der Stelle dann auch aus Crawling-Sicht einfach die Seite einfacher lesbar macht. Aber andererseits wird es jetzt auch nicht wehtun, wenn man da irgendwie einen Page-Builder oder so verwendet. Das ist alles noch in Ordnung. Und ja, natürlich der letzte Punkt, AMP, wer hätte es gedacht? Das sind ja jetzt alle Maßnahmen, die ich jetzt erzählt habe, die beziehen sich ja sowohl für Desktop als auch Mobile. Mobile sind dann so Dinge wie WebP, also Next-Gen-Builder, natürlich nochmal viel, viel wichtiger als am Desktop, weil die dann einfach die Ladezeit so viel mehr in die Höhe treiben und diese ganzen Probleme, die man dann halt hat, halt sofort beseitigt. Dafür wäre es halt sinnvoll, dann irgendwie eine Out-of-Box-Lösung zu haben. Da benutzen wir zurzeit AMP for WP. Das funktioniert sogar mit Page-Bildern ganz gut, aber da gibt es oftmals extrem krasse Probleme, auch mit deren Call-to-Action-Boxen und so. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr geile Möglichkeit, um eben seine Page-Loading-Speed, auch dadurch, dass es dann über den Google-Cache abgeliefert wird, ja, auf Minimum zu verringern. Und wenn man sich jetzt nicht so mit dem Thema Page-Loading-Speed auseinandersetzen will, dann ballert man einfach AMP auf seine Seite und schaut, dass die dann noch gut aussieht auf Mobile. Und dann hat man das Problem in der Regel auch gelöst. Zumindest machen wir das so auf unseren Seiten, weil halt AMP auch nachweislich zu Ranking-Verbesserungen bei unseren Seiten geführt hat. Um es jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, wenn man seine Bilder ordentlich optimiert, wenn man gutes Hosting hat, wenn man gutes Caching-Plugin verwendet, was dann auch JavaScript und so sehr verkleinert und dann im besten Fall natürlich auch AMP benutzt, dann lädt die Seite schnell. Also es gibt keine andere Wahl. Und was sind denn so Richtwerte? Also ja, wenn die Seite in einer Sekunde lädt, ist das echt bemerkenswert. Das ist wirklich sehr gut. Wenn die Seite innerhalb von 2 Sekunden lädt, würde ich sagen, ist gut. Und alles, was länger als 2 Sekunden dauert, ist grenzwertig, sage ich mal, grenzwertig. Vielleicht auch noch ganz kurz, natürlich spielt auch das Theme eine Rolle, was man benutzt. Es gibt einfach sehr viele, ja, nicht optimierte Themes, die dann entsprechend auch sehr schlechten Code dann am Ende ausspülen. Es gibt auch gut optimierte Themes. An der Stelle kann ich zum Beispiel Astra sehr gut empfehlen. Es ist sehr leicht und ja, hat dann entsprechend auch eine schnellere Page-Loading-Speed. Und wie ihr bereits erkannt habt, bin ich jetzt nicht der Experte, was Page-Loading-Speed angeht. Allerdings würde ich schon sagen, dass ich
so viel Ahnung von Page Loading Speed habe, dass ich es zumindest im Kontext von SEO ganz gut verstehe und einschätzen kann und schaue, was ist notwendig aus SEO-Sicht, um meine Seite besser zu ranken. Und das führt mich jetzt nämlich zur nächsten Frage, nämlich Page Loading Speed als Ranking-Faktor. Ist es denn wirklich ein Ranking-Faktor? Inwiefern spielt es eine Rolle? Inwiefern ist es gewichtet einfach, um besser zu ranken? Also ich weiß nicht, ob Google sich je dazu wirklich konkret geäußert hat, ob Page Loading Speed denn jetzt ein Ranking-Faktor ist oder nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir jetzt eigentlich ja, dass sie das safe schon mal irgendwo gesagt haben, dass es wichtig ist, eine gute Page Loading Speed zu haben. Aber so oder so würde ich behaupten, dass Page Loading Speed auf jeden Fall ein Ranking-Faktor ist. Ganz einfach, weil es halt direkt in Korrelation mit User Signals steht. Wenn eine Seite langsam lädt, dann klickt der User weg. Oder convertet nicht, wenn zum Beispiel irgendwie ein Pop-up langsam lädt oder ein Link zu der nächsten Seite langsam lädt. Das ist fatal. Und das ist auch so ein Punkt, den sehr viele SEOs vielleicht unterschätzen. Die Leute denken, ach ja, hey, ist doch gar nicht mal so schlimm, wenn meine Seite jetzt in 5 Sekunden lädt und nicht in 2 oder in 1. Aber wenn wir uns doch mal selber so beobachten, wenn wir am Handy vor allem durchs Internet scrollen, wollen wir alles sehr schnell haben und wir sind sehr ungeduldig und wenn dann eben eine Seite nicht lädt, dann klicken wir da sofort weg. Deswegen ist es halt aus User-Signal-Sicht extrem wichtig, einfach eine gute Page-Loading-Speed zu haben. Wie signalisiert es denn, was für ein Signal ist es denn an Google, wenn jemand von der Webseite wegklickt, bevor er sich sie überhaupt angeschaut hat? Wenn man da mal ganz logisch denkt, wird Google diese Seite nicht mehr Leuten dann ausstrahlen wollen, wenn sie halt sofort wegklicken und einfach komplett unzufrieden mit der Seite sind. Das führt mich aber jetzt zur nächsten Frage. Ist es denn jetzt wichtig, 0,1 Sekunden schnellere Ladezeit zu haben als die Konkurrenz? Da würde ich dann jetzt behaupten, okay, das spielt jetzt sehr marginal wahrscheinlich eine Rolle, was die Rankings angeht. Wenn es wirklich nur so Unterschiede von, ja, nicht mehr als eine Sekunde ist, dann wird es wahrscheinlich keine Rolle spielen. Da wird Google dann auf andere Faktoren zurückgreifen, um zu messen, welches Ergebnis denn jetzt besser ist. Zumal auch jetzt im Gegenbeispiel eine Seite unglaublich toll sein kann, unglaublich guten Mehrwert bieten kann, aber vielleicht schon ein bisschen älter ist und deswegen einfach länger lädt. Und das sollte die Seite ja jetzt nicht zwangsläufig so krass ja abstrafen, obwohl sie so guten Content hat, dass sie einfach langsam lädt. Das wäre ja natürlich auch blöd. Und ich glaube, da ist Google schlau genug, um quasi ja Users, also wie soll ich sagen, die echten User Signals und andere Ranking Faktoren eben zu priorisieren, als jetzt zu sagen, hey, die Seite hat eine langsame Page-Loading-Speed, deswegen rankt sie gar nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, als allgemeine Regel gilt, schau, dass deine Page-Loading-Speed gut ist, auch aus User-Sicht, weil man letzten Endes verliert man ja nicht nur Rankings, sondern auch die User selbst und da kann man noch so gut ranken. Wenn man User verliert, ist das einfach nur verschwendetes Geld und entsprechend dann halt schauen, dass man, ja, Page Loading Speed eben als in dem Sinne als User Signal Faktor mit berücksichtigt. An der Stelle sollte man natürlich sich auch nicht nur von der Startseite verlocken lassen, sondern auch immer mal wieder irgendwelche Unterseiten überprüfen. Vielleicht haben die ja ganz andere JavaScript oder sind anders aufgebaut und laden deswegen trotzdem dann extrem langsam oder funktionieren nicht, vielleicht weil man es einfach noch gar nicht gesehen hat bei der Optimierung und da dann eben schauen, dass die Seiten auch passen. Und allgemein finde ich, sollte man seine Seite, die Funktionalität von seiner Seite, immer über Page Loading Speed priorisieren. Ist ganz wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie seine komplette Seite umbaut, nur damit man eine halbe Sekunde schneller lädt. Wenn es ein gravierender Unterschied ist, dann würde ich es machen, aber ich würde da jetzt nicht hingehen und auf irgendwelche JavaScripte verzichten, nur weil es die Page Loading Speed langsamer macht, sofern es jetzt nicht extrem ist. Also vielleicht an der Stelle, Page Loading Speed ist auf jeden Fall nicht unwichtig, ich würde es aber jetzt nicht hoch und heilig sprechen und auf keinen Fall als höchste Priorität ansehen. Ich würde einfach als Webmaster schauen, hey, meine Seite soll schnell laden, sie sollte jetzt nicht 10, 20 Sekunden brauchen, aber wie bereits erwähnt, so diese halbe Sekunde Unterschied wird jetzt den Braten auch nicht fett machen.
Aber was dennoch wichtig ist, ist, wir schauen uns mal ein bisschen so die mobile Welt an und auch den Kontext von Page Loading Speed. Und damit würde ich jetzt den Podcast auch abschließen. Zunächst einmal, was ich kurz erwähnen wollte, auch in Bezug auf die Bilderoptimierung. Bei Mobile ist es natürlich so, dass die mobilen User sehr oft nicht mit ihrem WLAN verbunden sind, sondern eben mobiles Datennetz nutzen. Und wenn dann eine Seite 20 Megabyte groß ist, einfach weil die Bilder nicht optimiert wurden, ist es natürlich doppelt tragisch. Einmal, weil die Seite langsam lädt und einmal, weil der User sehr viel von seinem Datenvolumen halt aufbraucht. Und das ist gar nicht gut. Und ich weiß nicht, ob das Google mit einkalkuliert, das Page Loading Speed dann entsprechend oder kleine Seiten auf Mobile eben nochmal wichtiger sind als auf Desktop. Aber das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, dass die Mobile-User da dann vielleicht nochmal ein Stück mehr Wert darauf legen, dass eine Seite klein ist und schnell lädt. Und dann jetzt auch vielleicht so nochmal Kontext so von Page-Loading-Speed, wieso überhaupt AMP so sehr mit News verbunden ist. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn irgendwas auf der Welt passiert und dann die ganzen News-Seiten darüber berichten, dass man da dann nicht 10 Sekunden warten muss, bis eine Seite geladen ist. Und deswegen finde ich der AMP ganz interessant, dass die Seite da halt wirklich zack, instantiv lädt, eben damit man sehr, sehr, sehr schnell an sein Ergebnis drankommt, nämlich eine kurze Suche und dann auf das Ergebnis und dann ist man schon auf der Zielseite, die man findet. Ja, das führt mich zu der Zukunft von Page Loading Speed, AMP und Progressive Web Apps, weil ich kann mir schon vorstellen, auch mit 5G, dass das nochmal so ein bisschen die Schnelligkeit in unseren Geräten natürlich drastisch erhöhen wird und die Leute eben später langsame Ladezeiten irgendwann mal noch weniger tolerieren als jetzt. Ich glaube da allgemein, wenn man auf die letzten 20 Jahre zurückblickt, hatten wir da einen krassen Fortschritt von 3G auf 4G und jetzt auf 5G. Und deswegen kann ich mir halt schon vorstellen, dass wir irgendwann mal in einer Zeit leben, wo halt wirklich alles instantiv ist mit AMP und Progressive Web Apps. Deswegen denke ich mir, dass AMP und Progressive Web Apps unsere Zukunft sein werden. Es war jetzt noch nicht so ganz praktikabel, aber da denke ich mir, für die Zukunft wird es einfach nur schneller und nicht langsamer. Und das hat Google natürlich auch im Überblick im Kopf. Vor allem jetzt, also ich finde das ganz interessant, was jetzt mit 5G passieren wird, wie das halt unser Verhalten als User ändern wird, ob jetzt in der Suchmaschine oder allgemein auf Social Media oder was weiß ich wo. Aber das sollte man sich im Hinterkopf behalten, dass eben nicht AMP bald Geschichte sein wird und AMP unsere Zukunft ist. Progressive Web sowieso. Von daher wird es vielleicht jetzt noch nicht so ganz gewichtet, aber ich kann mir vorstellen, dass in der Zukunft umso wichtiger sein wird. Das war's jetzt mit der Podcast-Episode. Wie bereits erwähnt, ziemlich kurze, knappe Episode. Ihr habt auch so mein Statement jetzt, für wie wichtig ich Page-Loading-Speed halte. Also als schlauer SEO würde ich es natürlich berücksichtigen, aber da gibt es eine Million andere Dinge im SEO, die wichtiger sind, wo ich eher meinen Fokus setzen würde. Von daher, ja, das war's mit der Podcast-Episode. Bis zum nächsten Mal. Dein Richard. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Episode bis zum Ende angehört hast. An der Stelle will ich dich aber noch auf zwei weitere Dinge aufmerksam machen, nämlich Punkt Nummer 1, unsere Marketing-Hope SEO-Community. Wenn du noch weitere Fragen zum Thema SEO hast oder andere SEOs kennenlernen willst, ist das eigentlich so der perfekte Ort. Und ja, die ist selbstverständlich komplett kostenlos. Einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder YouTube-Beschreibung klicken und dann der Facebook-Community beitreten. Und als zweites unser Marketing-Hope SEO Lab. Das ist der Ort, wo wir unsere SEO-Dienstleistungen anbieten. Zum Beispiel Forenlinks für 7,99 Euro, Content-Erstellung ab 2,4 Cent pro Wort. Und ja, das Interessante ist halt, dass das genau die Dienstleistungen sind, die wir auch für unsere eigenen Projekte verwenden. Sprich, wenn du jetzt dort Content bestellst, kannst du dir sicher sein, dass das ein Texter ist, der auch für unsere eigenen Projekte arbeitet. Von daher legen wir da auf jeden Fall sehr hohen Wert auf Qualität. Und ja, da findest du alles von Forenlinks bis Content, Outreach-Links, sogar Audits und SEO-Consulting mit mir persönlich. Von da schau da auch mal rein, auch hier an der Stelle in der Podcast-Beschreibung. Und ja, hoffentlich hörst du beim nächsten Mal wieder rein beim Marketing Hope SEO Podcast.